Das Maximarienhamm ist bekannt für ausgefallene Eventideen. So konnten die Besucher am 17. Juni das erste Qualifikationsrennen zur Westdeutschen Meisterschaft im Rennrutschen verfolgen. Die 37 Teilnehmer mussten die über 80 Meter lange Röhrenrutsche in möglichst kurzer Zeit durchgleiten. Gestartet wurde in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. Die Erst- und Zweitplatzierten ihrer Klasse haben sich für die Teilnahme an der ersten Westdeutschen Rennrutschmeisterschaft am 7. Oktober hier in Maximare qualifiziert. Am 5. August findet noch ein zweites Qualifikationsrennen statt. Wer Interesse hat, kann sich in Maximare anmelden. HAMM-TV sprach mit dem Wettkampf-Ersten, dem deutschen Vizemeister Carsten Bücken und dem Vorsitzenden des Deutschen Rennrutschverbandes über die interessante Sportart. Welchen Trick wenden Sie denn an? Schnellstmöglich rein, was hier nicht gerade sehr einfach ist, weil die Haltestangen außen sind und nicht vorne vor. Also schnellstmöglich rein, wenig Körperkontakt und Arschbacken zusammenfahren. Wenig Körperkontakt heißt genau? So wenig Haut mit der Röhre. Also wie macht man das? Hacke, Schultern, das ist das Optimale. Nach den Rennrutschmeisterschaften, der erste Qualifikation hier in Hamm im Maximare, stehe ich jetzt hier draußen bei zwei Gewinnern in ihrer Gewichtsklasse, in ihrer Altersklasse. Du bist der? Michel Seeler. Michel, und du bist der? André. Wie seid ihr darauf gekommen, hier mitzumachen? Ja, ich habe das hier zufällig gelesen, wo ich hier schwimmen war. Ja, habe ich mich angemeldet. Weil du ein guter Rutscher bist? Ja. Welche Technik hast du denn angewandt? Ja, liegen und dann Arsch hoch. Liegen und Arsch hoch, alles klar. Und was hast du gemacht? Das wie bist du schnellster? Ja. Das Gleiche? Ja. Wie genau? Erklär mal. Ja, auch hingelegt und dann hinten das Depot hoch und dann rutschen. Wie bist du darauf gekommen, hier mitzumachen? Hast du auch gelesen? Ja, ich hab's in der Zeitung gesehen. Das stand in der Zeitung. Ach so, du bist ein guter Rutscher, denkst du? Ja, erst wollte ich auf Knie, aber das darf man ja nicht. Herr Rottweiler-Dissen ist der erste Vorsitzende des DRV, des Deutschen Rennrutschverbands. Wie kommt man darauf, so einen Verein zu gründen oder überhaupt da mitzumachen? Die gesammelte Erfahrung von Niederlagen haben uns dazu bewogen, einen Verband zu gründen und diesen Sport zu organisieren. Diesen Sport gibt es seit ca. 25 Jahren in Deutschland, seitdem es Wasserrutschen gibt. Und da gab es immer mal so Spaßwettbewerbe. Und seit 5 Jahren gab es da ernsthaftere Gedanken, das als Sport zu etablieren. Wurden auch größere Meisterschaften ausgetragen. Und da wurde man oftmals auch durch heimische Bademeister, sage ich jetzt mal so, auch um den Sieg schon mal betrogen, sodass der Cousin vom Bademeister schon gewonnen hat. Und das war irgendwo ein bisschen unfair, wenn man mal 500 Kilometer für einen Wettbewerb angereist ist und auch sich wirklich speziell darauf vorbereitet. Und so sind verschiedene Sportler aus dem Bereich zusammengekommen, haben gesagt, komm, wir müssen das jetzt mal organisieren mit einer richtigen Rennrutschordnung. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weswegen da ein Verband gegründet worden ist. Das heißt, die Zeitmessung war früher auch völlig anders. Es wurde mehr so Pi mal Daumen gemessen oder gab es sowas auch schon, so eine elektronische Zeitmessung? Es gab bei vielen Wettbewerben schon eine elektronische Zeitmessung, die natürlich eigentlich unbestechlich ist. Aber bei vielen Wettbewerben wird halt so, wie auch jetzt hier aus technischen Gründen, mit der Hand gestoppt. Und da ist es so, unser Oberschiedsrichter ist unbestechlich. Der hat keine Favoriten. Wobei bei anderen Meisterschaften, wie gesagt, heimische Bademeister eben Zeitnehmer gewesen sind und dann auch mal öfters einem Bekannten den Sieg zugeschustert haben. Hat denn der Sieger jetzt in der Königsklasse, der gewonnen hat, hat er zu Recht gewonnen? Also wegen der Zeit nicht, sondern hat er zu Recht gewonnen, weil er die richtige Technik angewandt hat? Der Carsten ist einer der Top-Sportler Europas, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Also der Carsten hat so viele Titel, ich kann sie auch wirklich gar nicht jetzt mehr aufzählen und ist auch einer der Besten in der deutschen Nationalmannschaft. Er sieht unsportlich aus, ist aber sehr, sehr sportlich für diese Sportart. Er ist ein super Einschwinger, das heißt, er kann einen super Start hinlegen. Da ist er sehr athletisch und aber auch sein hohes Körpergewicht, was ihn also schneller den Hang runtertreibt. Und auch, dass er ein Hohlkreuz mit seiner Masse noch bilden kann, um möglichst wenig Auflagefläche in die Röhre, also Reibung zur Röhre, zu erhalten. Und er hat auch Biss, definitiv. Spaß im Kopf, motiviert und das ist es, was es ausmacht, dass er immer wieder Meister wird.